Ja, also das war auch das erste Mal, dass ich sowas mache. Gut. Lustig, dass wie er jetzt so also getan hat. Oh, Entschuldigung. Wenn das alles neu gewesen wäre. Naja. Guten Tag, der Herr. Komm, komm, keine falsche Scheu. Ich bin voll auf die. My cabbages! Ah, schön. Oh, hier gibt's Pfeile. Davon kann man nie genug haben. Das Preis ist wahr. beim Preis immer entgegen. Immer entgegen? Wirklich? Wie viel Geld habe ich? Ich verwende nur hochwertige Sachen. Ich finde den Sound richtig geil. Naja. Puppe. Ah, komm, brauchen wir nicht. Dafür finde ich sicher Verwendung. Ja, bin ich sicher. Führt das auch. Ein Puppenpaar. PP. Wolfskralle. Räuber tragen sie oft. Ja. Kann ich den Leuten sagen, dass das dir gehört? Natürlich kannst du. Gelbe Feder. Wahrscheinlich war er krank. Wow. Schön, dass ich dich entlasten kann. Da brauchen. Ja, komm. Nochmal. Allen Plunder. Ah, wow. Ich kann allen Plunder einfach verkaufen. Bring gerne weiterhin dein Zeug. Kann ich dir noch etwas Ah, anbieten? und links unten, links oben, Ich muss los. Bis bald. Hat man gesehen, wie viel Geld ich habe. Wir haben 600. Gut. Entschuldigung, ich sehe dich nicht. So, das ist auch der einzige Weg zu gewinnen. Die sagen immer das Gleiche. Ah ja, okay, alles klar. 400 Meter nordöstlich oder Süd-Südost. Nordöstlich ist die falsche Seite. Hast du noch nie eine Frau mit einem Bogen und ein. Ich finde es echt interessant, also den Morgenstern hier so zu tragen. Ich meine, die rennt, die klettert, die schwimmt. Das muss doch voll unangenehm sein. Also Kniebrüche sind auf jeden Fall an der Tagesordnung. Kniebrüche, ich bin auch so ein Kniebruch. Warte, also der geht ja. Ach so, Freundin. der geht komplett raus. Was ist das? Warte, ich bin hier noch nicht fertig anscheinend. Ah, und die Kamera ist auch noch nicht fertig. So. Was ist das Zeichen eigentlich? Ist es ein Rätsel? Wahrscheinlich ist es ein Rätsel. Ich mag keine Rätsel. Ich bin zu dumm dafür. Oh ja, Musik. Was hat er da an? Das sah gerade ein bisschen aus wie so ein Strampler, so ein roter Strampelanzug. Man nennt mich auch die Götterhand. Ich verliere nie. Hast du Lust? Ja, können wir wann anders machen. Mamma mia. Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmal, bist du es? Macht Platz für Eivor, Schrecken der westlichen Küsten. Der westlichen Küsten. Okay. Ja, was los? Wolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dürbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gern helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft.
Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Hast dir einen Namen gemacht, Eivor? Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Nein, die sollten wegen mir besorgt sein. Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie alles. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Aashild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Rolf! Wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Oh-oh. Hört zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regel. Verstanden? Ich wäre be... Ich bin mir... Der muss skrupellos sein. Ihr habt noch viel zu lernen. Ach, ich finde, die haben schon was drauf. Alter, willst du mich verquaken? Alter. Ich bin gerade sogar... Alter, die machen mich fertig. Wie kann man die... Ich konnte da gerade nicht weg. Wie kann man die roten Angriffe machen? Es war mir eine Ehre, dich zu schlagen. Scheiße. Rolf, deine Kämpfer sind härter, als sie aussehen. Härter, als man denkt. Thorgils kam wieder hoch, nachdem du umgefallen bist. Er brachte den Kampf zu Ende. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Thorgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor? Der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf. Weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! Warte, wie macht man so diese Moves? Ich will die auch können. Also dieses über die Schulter und... Das war sehr, sehr erniedrigend. Naja, gut. Was hätte ich eigentlich bekommen? Kann man das schaffen? Ich habe so Hunger.
Da gibt es einen Trick dagegen. Vielleicht lernst du das auch noch. Ja, ich hoffe mal. So. Knock, knock. So, irgendwie hier, also in Odyssee fühlt sich das Reiten sehr, sehr viel schneller an. Aber, also in der Stadt. Hier draußen passt es. Gut. Ich habe nichts gesagt. So, 120 Meter, das ist gleich hier rechts. So. Ich muss mich in Acht nehmen. Schon wieder? Sieh mal. Na gut. Dann nehme ich mich mal in Acht, wenn ich bitte absteigen dürfte. Danke. So, ein bisschen Bären sammeln. Schaut der vorne zu mir? Ich glaube, der schaut zu mir, dann könnte ich... Ja, nee, jetzt nicht mehr. Da liegen zwei, da ist einer. Die zwei sind jetzt zusammen. Schön für sie. Aber blöd für mich. Ah, da sind zwei. Warte, wenn ich hier stehe und pfeife, kommen die dann beide? Der hat's. Okay. So ein bisschen seltsam. Ah, okay. Wieso hat er das nicht gesehen? Gut. Das ist natürlich sehr praktisch für mich. Nackenmassage. Oh, grüß Gott. Ja, das war sehr... Das war nicht ganz so schön. Aber hey. Oh, du machst eine Suppe. Lecker. Oh, das ist ein Meuchelmörder. Bisschen stolz gerade. Gut, das war ein Meuchelmörder. So, Fähigkeiten. Zwei neue Fähigkeiten. Das ist richtig, richtig gut. So, also hier können wir Fähigkeitsschaden oder Nahkampfschaden, Gesundheit und fortgeschrittener Meuchelmord. Ich würde das da sogar machen.
Da kann ich rüber zu Gift ausweichen. Geführter Fall. Ah, der geführte Fall ist natürlich auch richtig, richtig nice. Drücke eher, um die Flugbahn des Pfeils in der Luft zu, also anzupassen. Ich weiß nicht, wie geschickt ich dabei bin. Leichte Springfallen, Adrenalin. Ah, ist das ärgerlich, ich muss wieder pinkeln. Handwechsel, Schaden, Jagdbogen-Kombo. Uiuiuiuiui. Schlachtfeldgeschoss. Oh, das will ich auch. Ich will einfach alles. Gut, Fernkampfschaden würde ich. Also, ich gehe dann mal nach hier drüben ausweichen. Das ist eigentlich auch ganz nice. Ausweichen und Fernkampfschaden. Ich mach mal ausweichen. Ja, Stärke 17. Wir brauchen nur noch 263. Können ja mal eine Pipi-Pause machen. Das könnten wir ja durchaus machen. Ja, komm, dann machen wir mal ganz kurz in die Pinkelpause. Und also wirklich ganz kurz, keine Ahnung, ein paar Minuten. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Tüdelü und so. Sonst hättet ihr die ganze Zeit dieses Kruschel gehört. Was ihr hier jetzt auch hört, aber egal. Gut. So. Okay. Was siehst du, alte Freundin? Ich glaube, hier ist niemand mehr, ne? Also keine rote Stadt. Gut. Eile. Wieso sind die ganzen Brunnen mit Steinen voll? Das ist so komisch. Komme ich da irgendwie hoch? Lustig, wie sich die Bäume bewegen, aber das, also das Holz nicht, das am Baum dran ist. Ja, ja. Da komme ich aber nicht hoch, ne? Komm, das sind Äste. Oh. Ja, ich weiß, Wölfe können nicht gut klettern. ja, dann looten wir erstmal hier am Boden alles. Aber man muss doch da hochkommen. Wozu sonst sollte das da sein? Kann man, also runterschießen kann man das auch nicht. Sonst wäre, ja, ich probiere es einfach mal. Warte, hier war doch irgendwas gerade rot, nicht? Nee. Ja, stimmt, das ist gar nicht am Baum dran gemacht. Ja, ja, nee, das überzeugt mich nicht. Nee. Was war das denn? Ein Opal. Oh, ich liebe Opale. Opale sind so schön. Opale sind echt, also neben Saphire, eigentlich meine Lieblingssteine. Also, klar, Saphir ist Imber und so und richtig teuer und so. Aber vielleicht hat dieser Baumstamm was zu bedeuten. Das ist doch voll kacke. Was hat das jetzt gebracht? Hä? Ich dachte so, jetzt komme ich von da oben. Jetzt komme ich von da oben irgendwie irgendwo weiter.
Okay, vielleicht auch. Ja, aber wohin? Tobi, ja, wohin? Aha. Oh, komme ich da rüber? Oh, oh. Ich kann klettern? Aber was will ich hier? Ich wäre doch so oder so hier hochgekommen. Du? Will der mir etwas sagen, dass ich von hier nach darüber springen kann? Ja, muss ja sein, ne? Das wäre ja jetzt sehr ärgerlich, wenn das gehen würde. Ach, tja, manchmal ist das die leichte Version auch die richtige. So, Kriegshammer. Was kann denn ein Kriegshammer? Ich glaube, das ist ein Doppel-, also Beidhänder, ne? Kriegshammer, schwerer Schaden wird nach aufeinanderfolgenden Abschlüssen vorübergehend erhöht. Feinhammer. An sich ist es, Betäubung wird durch schwere Treffer erhöht. Man kann die Gegner betäuben. Nice. Leichte Schläge wird durch Blocken vorübergehend erhöht. Schwere Schläge. Tempo wird nach jedem Treffer erhöht. Das ist geil. Angriff wird nach schweren Abschlüssen. Ups. Erhöht. Dann switchen wir mal das zum Kriegshammer. Ja, wobei. Nee, der macht schon definitiv besseren Schaden. Okay, gut. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Wir könnten jetzt. Da ist noch was Goldenes, das haben wir verpeilt. Ich würde gerne schauen, was da unten ist. Wo ist mein Pferd? Oh, erstmal gekrochen. Proviant ist voll. Das ist ein bisschen nervig, dass man so wenig Proviant mitnehmen darf. Also, bestimmte. Ah, hier ist meins. Bestimmte wird es mal besser. Oder man kann das auftunen. Aber das ist ein bisschen störend. Vor allem bei Odyssey kann man ja einfach sich während dem Kampf heilen. Aber okay, wir sind ja wirklich low level gerade. Also, kein Stress. Alles gut. Hui! 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 Ah, okay. Das ist wieder ein feindliches Gebiet. Das können wir. Das können wir mal befreien. Aber ich drücke immer E. Weil E ist halt aufsteigen. Das ist sowieso. Komisch, dass E aufsteigen. Ist das nicht heiß? E ist aufsteigen und C ist irgendwie absteigen oder so. Ist ein bisschen. Ich bin da nicht. Du hast dich gerade versehen. Ihr seht mich nicht, weil ich mich ducke. Und deswegen seht ihr mich nicht. Die verschwinden. Oh, die haben mich gesehen. Aber es kam keine Warnung. Oh, hallo. Hier gibt es keine Ruhe. Hier ist ein Vogel drin. Stört auch die anderen nicht. Echt, ist voll. Ha. Dagegen müssten wir mal was tun. Uhuh.
Hörst du schlecht? Ah, jetzt hat er es gehört. Na komm. Ja, fein. Ja, hier unten. Na, dann komme ich halt zu dir. Ja, du kommst schon. Ja, hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Moin. Ein tödlicher Vogel bin ich. Ich bin voll. Wehrenvoll. Wieso bauen die sowas? Das ist doch voll unpraktisch. Also das ist voll praktisch für mich. Hallo, ich pfeife hier. Hühner pfeifen nicht. Wollte ich gerade sagen, so, hä, hat der mich da oben jetzt auch gehört oder was? So. Ich glaube, als nächstes werde ich mal da gibt es ja so viele Pfeile. Wollen die mir damit sagen, dass ich ein bisschen ein paar Pfeile nehmen soll? Worte auf einem schmutzigen Blatt. Das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Diese Gänge verschlingen Gedanken, entziehen Weisheit. Dies Land gehört uns nicht. Wie Ratten huschen wir darum herum, darunter herum. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Hä? Was für eine Festung ist das denn? Oder also ist ja keine Festung, aber was für eine. Also wer würde hier das nicht zumachen, ganz ehrlich? Ist doch voll bescheiden. Hart! Ha! Schrei nicht! Die haben den Schrei gehört. Oh, wie cool. Na stimmt, weiter runter kann ich ja nicht zielen. Sind ja noch ein paar. Irgendwie kommt es mir so vor, als würden hier die Pfeiltreffer sehr viel netter gezählt als bei Odyssee. Also bei Odyssee ist es sehr viel schwerer zu treffen. Ja, gib halt an. Gönn dir. Wieso war das zugesperrt? Naja, egal. So. Ah, hier wollte ich sogar hin. Warte, was? Mit Hilfe von Büchern des Wissens kannst du Fähigkeiten erlernen. Fähigkeiten sind mächtige Kampfaktionen, die Adrenalin kosten. Einige sind eher für den Nahkampf gedacht, andere für den Fernkampf. Du kannst bis zu 8 Fähigkeiten gleichzeitig zugewiesen haben. Ah ja, verbesserte Fähigkeiten. Wenn du zweimal das gleiche Buch des Wissens findest, wird die bereits erlernte Fähigkeit verbessert. Bücher des Wissens. Um mehr Bücher des Wissens zu finden, musst du in allen Gebieten nach Schätzen Ausschau halten. Du findest diese Bücher oft schwer bewacht in Klöstern oder in Militärlagern. Vielen Dank. Was ist das? Schlummerdorn. Ein Pfeil, der mit der
Blabla-Rune versehen wurde, lässt das Ziel fast sofort einschlafen. Wie geil ist das denn? Oh, okay, das ist nice. Weisen auf 1. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das brauchen, aber es ist geil.